Wie findet man Off-Market-Immobilien in der Schweiz 2022? In diesem Video erfahren Sie von einem ausgewiesenen Experten, von Herrn Dario Berta, Ex-Direktor bei UBS, erfahren Sie viele Informationen über den Schweizer Immobilienmarkt, und zwar über den Schweizer Off-Market-Immobilienmarkt. Sie werden sehen, was genau eine Off-Market-Immobilie ist und wieso es sich lohnt, überhaupt Ausschau zu halten auf Off-Market-Immobilien. Bleiben Sie dran! Caputo & Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Guten Tag, mein Name ist Enzo Caputo. Ich bin Inhaber und Gründer der Boutique-Anwaltskanzlei Caputo & Partners. Ich bin auch der Gründer des Blogs SwissBankingLawyers.com. Dort finden Sie alle wichtigen Informationen, um weniger Steuer zu sparen und Ihr Vermögen besser zu schützen mit Schweizer Banken. Wir behandeln auch diverse Fragen über Investments, unter anderem eben auch Immobilieninvestments in der Schweiz. Es freut mich außerordentlich, Sie heute bei mir in meiner Show zu haben, und wir sind ganz gespannt, Neues zu lernen über den Off-Market-Immobilienmarkt in der Schweiz. Dieser Off-Market-Bereich hat etwas Geheimnisvolles. Was ist eigentlich, Herr Berta, was ist eigentlich ein Off-Market-Deal? Was sind Off-Market-Deals? Well, zuerst mal hallo Enzo, vielen Dank für die heutige Einladung. Freut mich sehr. Und zu deiner sehr interessanten ersten Frage, Off-Market-Immobilien, was das ist. Und man hört viel davon, aber niemand ist sich genau bewusst, was es eigentlich ist oder um was es sich handelt. Aber es ist eigentlich ganz einfach, es sind Immobilien, die weder über ein Internetportal oder über Zeitungen, über Werbung oder über große Agenturen angeboten werden. Also Immobilien, die quasi vordergründig, so könnte man sagen, unter dem Tisch. Unter dem Tisch, das Wort gefällt mir, unter dem Tisch. Immobilien, die dementsprechend nicht Monate oder Jahre kursieren, weder eben, wie gesagt, in Internetportalen oder über Broker, Immobilienbroker. Also es sind unbekannte Immobilien? Sind unbekannte Immobilien, und sozusagen, wir sprechen immer von jungfräulichen Immobilien, das heißt Immobilien, die noch nicht der breiten Öffentlichkeit angeboten werden, Immobilien, die noch nicht auf dem Markt sind, nicht oder? Auf dem Markt sind und dementsprechend nur gewisse Abnehmer oder potenzielle Käufer angesprochen werden. Also, also eine ganz kleine Zahl von Käufern, von potenziellen Käufern wird angesprochen, beispielsweise Pensionskassen oder sehr vermögende Leute oder Leute, von denen man weiß, dass sie Immobilienbesitzer sind. Also ganz gezielt, die Immobilie wird ganz gezielt nur an 3 bis 5 Orten platziert. Sehe ich das richtig? Genau, korrekt. Jetzt nimmt es uns ab, ist das das Wichtigste. Jetzt nimmt es mich aber Wunder, was sind das für Leute? Was sind das für Orte? Wo lohnt es sich, Ausschau zu halten? Bei wem? Also was ist attraktiv hier? Wen sollte man sich vornehmen? Also wen als Kunden oder? Beides. Wir wollen ja Intermediation machen, also wir sind als Makler tätig, also wollen wir Immobilien vermitteln. Also wir müssen den Konnex herstellen, also den Zusammenhang herstellen zwischen Verkäufer und Käufer. Absolut. Wie machen wir das? Ich sage immer, ja, für jede Immobilie gibt es den idealen Käufer. Und der ideale Käufer ist zum Teil nicht nur derjenige, der den höchsten Preis bezahlt, weil das würde die Sache einfach machen, ja, sondern es ist auch der, der die Immobilie versteht und wo auch die Immobilie in sein bestehendes Portfolio an Immobilien passt. Ja. Das heißt, das kann sein von der Geografie, von der Größe der Immobilie, von der Zusammenstellung zwischen Gewerbe und Wohnanteil oder viele spezifische andere Eigenschaften. Parkgaragen oder Kinos oder Logistikimmobilien. Da ist doch die Käufer sind immer sehr, sehr unterschiedliche Käufer.
Und die Kunst ist es zu verstehen, für wen eine Immobilie am besten passen würde. Wem soll man diese Immobilien anbieten? Korrekt, also wenn Sie das Mandat haben, müssen Sie sich zuerst überlegen, wer ist der ideale Kunde? Genau. Wer hat das Geld natürlich? Ja, wer ist solvent? Das ist immer das Wichtigste. Das Wichtigste. Wer ist solvent? Wenn möglich, kann er kaufen, ohne zuerst eine Bankfinanzierung zu erlangen. Ja. Das heißt, ein Käufer, der auch schnell zuschlagen kann. Das ist sehr wichtig. Dass die Geschwindigkeit oder jemanden, der zuerst drei Banken informieren muss und zuerst mit seiner Frau sprechen muss, mit der Großmutter und weiß nicht, mit wem alles sprechen muss, das ist nicht attraktiv, weil die Lorbeerenimmobilien wirklich Trophy Assets, also ganz die wirklich guten Gelegenheiten, da muss man schnell sein, da muss man vorbereitet sein, man muss zupacken können. Und am besten, am schnellsten ist es, wenn man auch ohne Bank die Immobilie finanzieren kann, also mit dem eigenen Cash, 100%. Und dann in einem zweiten Schritt geht man über zur Bankfinanzierung und macht eine möglichst ideale Finanzierung auf den Käufer zugeschnitten. Aber ideal ist es immer natürlich, damit man schnell agieren kann, dass man das ganze Equity oder das ganze Eigenkapital zur Verfügung hat. Und viele unserer Kunden haben das Privileg, dass sie eben dieses Equity, dieses Eigenkapital bereits haben, sodass sie nicht zu UBS, ZKB oder Credit Suisse gehen müssen, sondern sie wissen, ich kann kaufen und dann kriege ich schnell wieder eine Refinanzierung hin über meine Hausbank. Darum, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns im Immobiliengeschäft vor allem auf Family Offices konzentrieren. Weil wir wissen im Voraus, dort ist genug Geld für eine solche Transaktion. Und was auch noch wichtig ist, wir schalten, dank dem direkten Zugang, schalten wir die ganze Kette von Vermittlern aus. Weil, glauben Sie mir, sobald mehrere Vermittler involviert sind, wird der Deal niemals klappen. Niemals. Absolut. Der direkte Zugang ist absolut wichtig, dass man den Direktzugang hat. Darum möchte ich sagen, ist Dario Berta in Zürich, und ich kenne den Zürcher Finanzplatz sehr gut, Dario Berta ist jemand, der alle Family Offices in Zürich kennt. Er weiß genau, wo er hingehen muss. Er schaltet damit automatisch alle Vermittler aus. Er regelt das Problem der Bonität, weil er weiß, diese Family Office haben genügend Mittel, um zu kaufen. Und er ist immer updated, er weiß immer die letzten Informationen. Jetzt abgesehen von Family Offices, was gibt es da andere Zielgruppen, die man da analysieren könnte? Gibt es da Pensionskassen oder was gibt es da noch? Oder Privatpersonen? Oder? Jede Immobilie, auch vom Transaktionsvolumen, von der Geografie und vom Mix an Mietern oder, wie ich vorher erwähnt habe, zwischen Gewerbe und Wohnen etc. Jede Immobilie ist spezifisch, muss man ganz genau anschauen. Pensionskassen aber in der Regel kaufen eher Immobilien in einem höheren Preissegment, also ja, weil die sagen sich, ob die Due Diligence für eine 2 Millionen Immobilie oder eine 30 oder 40 Millionen Immobilie ist dieselbe. Und natürlich, weil die einen extremen Bedarf haben, Liquidität zu versorgen und zu platzieren. Daher eher größere. Ab 10 Millionen kann man das sagen. Ab 10 Millionen ist ein Immobiliendeal attraktiv. Für eine Pensionskasse, ja. Aber auch für uns als Vermittler, für einen Vermittler. Ab 10 Millionen wird es attraktiv. Ich sage mir schon vielleicht zum Teil vorher. 5 Millionen. Wenn es eine spezielle Immobilie ist, kann auch ab 5 Millionen durchaus interessant sein, weil es gibt auch die Klientel, die suchen spezifische Immobilien zwischen 5 und 15 Millionen Schweizer Franken. Also da gibt es eine ganz breite Palette. Vielleicht, was ich gerne noch erwähnen würde, ist, dass der Markt in der Schweiz wird immer schneller. Der Markt immer wird schneller, immer schneller, interessant. Immer kompetitiver. Interessant. Auch Ausländer, die da einwirken, oder? Und, absolut. Und Der Platz wird immer enger, also Immobilien im Zentrum von Zürich ist sehr, sehr schwierig daran anzukommen und du kommst dran. Ich weiß, dass Herr Bert hat schon mehrere Immobilien platziert im Zentrum von Zürich oder in sehr begehrten Quartieren, wie zum Beispiel das Seefeld.
Also wie ist das? Erzähl das ein bisschen. Wie kommt man dann zu diesen? Das sind häufig natürlich auch Zufälle oder wie das Leben so spielt, kriegt man plötzlich über zufriedene Kunden oder Referrals, kriegt man dann das Privileg, ein Mandat zu betreuen im Zürich-Seefeld oder auch in anderen Städten wie Basel oder Bern, die sehr interessant sind. Und natürlich auch ein super kompetitiver Markt ist Genf. Die Lage ist natürlich wichtig, oder? Je zentraler, desto besser, kann man das so sagen? Je zentraler, man sagt ja mal in der Immobilienbranche die drei wichtigsten Kriterien in der Immobilie, das ist die Lage, nochmals die Lage. Und nochmals die Lage. Schön gesagt. Da sieht man, wie wichtig das die Lage ist und wie schwer es ist, ein Mandat zu bekommen für eine Immobilie, die zentral gelegen ist. Weil jeder will so ein Mandat, weil so eine Immobilie ist eben leicht zu verkaufen, leicht an den Mann zu bringen, auch wenn die Preise sehr stolz sind. Kannst du uns ein Beispiel bringen von einem Preis, es gibt jemanden, einen berühmten Immobilieninvestor, der mittlerweile verstorben ist. Der wurde ausgelacht, weil er vermeintlich zu teuer eingekauft hat und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass er eben richtig gekauft hat und eben ein sehr erfolgreicher Immobilieninvestor ist. Kannst du den Fall ein bisschen erörtern? Diese Immobilie, die du hier erwähnst, die war an der Bahnhofstraße und ist immer noch an der Bahnhofstraße natürlich. Und die Transaktion fand Anfang 2000 statt. Eine Schweizer Grossbank, eine der zwei Schweizer Grossbanken, hat die Immobilie veräußert. Ja. Ich mag mich erinnern, eine Bewertung der Immobilie lag bei 25 Millionen und der deutsch-schweizerische Investor hat ca. 32 Millionen Schweizer Franken hingeblättert für knapp unter 1000 Quadratmeter Fläche in der Immobilie, was eher eine kleine Immobilie ist für die Bahnhofstraße. Mittlerweile hat die Immobilie zweimal die Hand gewechselt, von 2002 bis zu welchem Preis? 2022. Heute reden wir, wenn man die Immobilie kaufen möchte, von einem Preis über 100 Millionen Schweizer Franken. Über 100 Millionen, also über man sieht den Millionen. Gigantischen Kapitalgewinn, das ist ja außerordentlich. Von wie viel war der Kaufpreis? 32 Millionen. Auf heute, wenn man die Immobilie kaufen möchte, von über 100 Millionen. Über 100 Millionen, also das ist enorm. Häufig gerade an prominenten Lagen hat man keine Rendite. Ja. Also keine Rendite. Wenn man das vermietet, lohnt sich es. Also die Miete ist so klein, weil die Immobilie dermaßen wertvoll ist, dass die Rendite klein ist. Und man kann halt heutzutage mit dem Homeoffice, was auch post-Covid vermutlich immer mehr praktiziert wird und vielen Flächen, die aufgebaut wurden, sonst kann man natürlich nur einen gewissen Level an Miete nach einer Bahnhofstraße oder am Bellevue oder im Seefeld oder an der Rue du Rhône in Genf. Es gibt ein gewisses Limit an Miete, das man verlangen kann, gerade für Gewerbe. Und daher redet man von relativ kleinen Renditen an so prominenten Lagen zum Teil. Unter einem Prozent Rendite, aber macht das Wett über den Kapitalgewinn natürlich, oder? Meiner Meinung nach ja, weil wenn man in den letzten 20 Jahren sieht, sind die Preise nur in eine Richtung. Was Immobilien anbelangt in der Schweiz, darum redet man ja auch von Immobiliengold. Mhm. Immobiliengold ist durchaus ein guter Begriff für alle Immobilien in zentrumsnaher Lage oder heutzutage mit Covid und Reisebeschränkungen sind das die ganz privilegierten Wohnlagen. Die Preise gehen nur in eine Richtung, wenn man hier in Zürich schaut, rechte und linke Seeseite. Es gibt kaum Baugrundstücke mehr. Die Preise auch pro Quadratmeter eines Baugrundstücks sind in unerkennbaren Höhen. Vor 20 Jahren hat man gesagt, der Preis kann nicht steigen. Vor 10 Jahren hat man gesagt, die Preise können nicht steigen. Aber gerade mit diesen Währungen und Irrungen weltweit, mit Kriegen und Covid, siehe jetzt der Ukraine-Konflikt, wir rechnen stark und ich glaube auch du, Enzo,
dass immer mehr Leute, vor allem Vermögende, auch die Schweiz als Refugium Safe Haven, ansehen. Safe Haven, oder? Wie mit dem Bankkonto, so ist es auch mit Immobilien, Safe Haven. Also Off-Market-Immobilien-Bedeutung, also Off-Market-Immobilien-Schweiz bedeutet Safe Haven für die Ausländer, wobei man muss wissen, die Ausländer dürfen nicht, die dürfen nur in Gewerbeimmobilien investieren. Trotzdem investieren sie gehen sie in die Schweiz, um zu investieren, auch wenn die Renditen relativ klein sind. Also mit was für einer Rendite kann ein ausländischer Investor rechnen, wenn er eine gute Gewerbeimmobilie kauft, und mit welcher Rendite darf ein Investor rechnen, der in der Schweiz wohnt und ein Renditeobjekt kauft? Was sind da so die Renditen? Also bei Gewerbeobjekten sind natürlich die Renditen immer noch wesentlich höher als beim Wohnen. Ja. Beim Wohnen sind die Renditen sehr, sehr, sehr tief, weil weiterhin sehen wir einen enormen Bedarf nach guten Wohnlagen. Ja. Es gibt einen Nettozufluss an Menschen in die Schweiz, und das wird auch in Zürich ist ja Jahren explodiert in den letzten paar Jahren ist Zürich absolut explodiert, ein enormer Zuwachs an Leuten, gut qualifizierte Leute, gut verdienende Leute auch, absolut, oder? Absolut. Und die wollen es sich hier, die wollen es schön haben, sie suchen nach relativ luxuriösen Wohnungen. Jetzt Zürich gesprochen, was sind hier so begehrte Gewerbeimmobilien? Ja, was sind begehrte Lagen, sowohl für Gewerbeimmobilien als auch für private Immobilien? Also Gewerbe, würde ich sagen, ist der ganze Kanton Zürich interessant. Ja. Bei Zürich auch außerhalb. Durchaus, ja, weil man halt höhere Renditen erwirtschaften kann. Für mich immer sehr, sehr spannend ist die Lage, alles von Zürich Richtung Flughafen. Ja, Zürich Flughafen. Ja. Alles Richtung Flughafen, oder jetzt auch neuerdings natürlich mit der neuen Tramlinie, alles was Richtung Spreitenbach, Titicon geht, in diese, also Richtung Limmatal. Ja. Sehr, sehr interessant, weil zum Teil halt wirklich hohe Renditen, auch beim Wohnen noch hohe Renditen möglich sind. Mhm. Und das sehr, sehr, sehr beliebte Wohnlagen sind, weil die Mietpreise wesentlich günstiger sind als alles, was sich in der Stadt Zürich befindet. Die Stadt, die Preise sind exorbitant, oder? In der Stadt. Exorbitant. Kann sich kein normaler Bürger, ein normaler Angestellter, kann sich das nicht mehr leisten. Jetzt. Entweder arbeitet man bei Google. Ja, bei Google, ja. Oder die eine ganze Familie geht arbeiten, und sonst ist es schwierig geworden, in der Stadt Zürich modernen, urbanen Wohnungsraum zu bewohnen. Zu finden. Ja. Jetzt noch eine andere Frage: Off-Market Immobilien Schweiz, Off-Market Immobilien Deutschland, Off-Market Immobilien Österreich. Was sind die Unterschiede? Gibt es da überhaupt Unterschiede zwischen Off-Market Immobilien Schweiz, Deutschland und Österreich? Inwiefern sind die Märkte ähnlich? Was sind die wichtigsten Städte in der Schweiz? Was sind die wichtigsten Städte in Deutschland, also attraktivsten Städte für Immobilien, und in Österreich? Eine sehr, sehr gute Frage, und für mich ganz klar zu beantworten. In Deutschland ist es natürlich München und Hamburg. München und Hamburg. München, Hamburg, ja. Berlin, wie sieht es aus mit Berlin? Sie ist doch immer in Berlin, müsste man investiert sein, ist das nicht mehr so? Berlin hat in den letzten 10 Jahren einen wahnsinnigen Run erfahren. Auch viele Schweizer Investoren, institutionelle Investoren, die massiv investiert haben in Berlin, weil halt die Renditen doppelt so hoch waren wie im Vergleich zu Hamburg oder München, wo die Renditen auf einem Niveau von Zürich sind. Zum Teil die sogar Preise im auch. Fall von München sind die Preise sogar zum Teil höher. Zum Teil höher als höher Zürich. Als in Zürich. Ja. Das wissen viele Leute vermutlich nicht. Ja. Gerade Schweizer, aber den München ist das durchaus bewusst, dass die Preise in München noch eine Spur akzentuierter sind als in Zürich. Ja. Wobei ich mit Topstädten innerhalb von Deutschland wie in Hamburg und München oder in der Schweiz wie Zürich, Genf, Was haben wir in der Schweiz? Zug, Kryptowährung. Die Preise werden steigen. Genf, Zürich. Ja. Die Preise werden steigen. Auch in Genf, auch in Zug, auch in Zürich. Überall.
Wir haben gesehen, jetzt gerade an der Börse, Krieg seit nunmehr fast einem Monat. Ja. Und die Börse hat sich wieder erholt. Ja, die Börse die hat ein paar Prozente verloren, aber sie ist am Erholen. Also viele erwarteten, dass die Börse runterging. So ist es auch bei den Immobilien. So also Immobilien. Ich würde sagen, das ist ein Spiegelbild der Immobilien. Ja. Viele denken, das kann nicht mehr raufgehen, das muss irgendwie runter. Ja. Aber das Land wird ja immer knapper, es gibt immer mehr Leute, das Land wird knapper, also muss es raufgehen, also hinaufgehen. Es muss raufgehen, nur in eine Richtung, die einzigen Ängste vielleicht für nicht gute Lagen sind, wie wir sehen, dass die Zinsen langsam und allmählich hinaufgehen werden. Wie weit, kann ich persönlich nicht beantworten, ich weiß es nicht. Ja. Da braucht man die Kristallkugel, aber unweigerlich werden wir sicher höhere Zinsniveaus sehen, was tendenziell eher für schwächere Börsen und einen schwächeren Immobilienmarkt spricht. Wobei ich denke, genau wie bei den Aktien, Top-Lagen, Top-Immobilien, die sind wertbeständig, generieren Cashflow. Ja. Das heißt, man hat Einnahmen, auch wenn diese nicht exorbitant sind, aber... Das sind Immobilien wie eine Obligation. Könnte man diese Immobilien als Obligation betrachten, oder? Als bessere... Bessere Obligation. Obligation sogar. Als eine Obligation. Wenn man die guten Mieter hat, dann muss man natürlich achten, dass man natürlich solvente Mieter hat. Überall, oder? Der Mieterspiegel ist sehr wichtig. Genauso wie bei einem Bond kann man oder einer Obligation kann man ein Rating erstellen. Ja. AAA, AA, BB- und dann geht es abwärts. Genauso bei den Immobilien, oder? Man kann den Immobilien auch eine Bewertung zuordnen. Ja. Und das ist halt die Lage, aber auch dann die Bauqualität und, andere Faktoren und die Materialien und der Ausblick des Quartiers, wo sich die Immobilie befindet. Ja. Und da gibt es unzählige Faktoren. Was sind die attraktivsten Off-Market-Immobilienmärkte in Europa? Die wichtigsten, sagen wir mal, die wichtigsten 7 Städte im Immobilienmarkt. Was sind die wichtigsten Städte in Europa? Ja. Sicher mal London, oder? Immobilienmarkt. London, absolut interessant. Ist das immer noch interessant, London? Absolut interessant, weil mit dem trotz Brexit und auch Ausfällen bei Russen, die sehr, sehr stark sind. Die Russen, haben jetzt Probleme in London. Die haben große Probleme in London. Also viele auch, die in die Schweiz kommen von London. Diese Tendenz haben wir ja gesehen. Also wir viele gesehen. Russen, Ausländer sind in die Schweiz gekommen nach Brexit. Ja, weil die Sanktionen noch wesentlich höher sind in England als in der Schweiz. Gerade für die russischen und russischstämmigen Auch Unschuldige haben wir auch gesehen. Absolut. Was gibt es andere noch für attraktive Städte? Gehen wir noch nach Italien. In Italien hört es bei Milano auf oder könnte man noch andere Städte in Betracht ziehen? Also wir sehen, muss man aufpassen, Italien. Muss man aufpassen, aber sicher Mailand, Florenz, Venedig. Mailand, Florenz, Venedig. Ich würde es mal bei diesen drei Städten belassen. Ich würde oder? Auch noch Rom dazu nehmen, Rom? Wobei viele würden mir jetzt da wieder sprechen, aber ich denke, Rom, Tourismus, der wieder kommen wird und die Leute haben das Bedürfnis, wieder das Kolosseum und die Kultur Roms zu sehen. Okay. Ich denke, Rom ist sicher gerade in der Hotellerie eine sehr, sehr spannende Stadt. Sehr spannende Stadt für Hotels. Ja. Ja. Wie sieht es aus mit Hotels in Spanien und Frankreich? Was sind dort die Best Locations? Was sind die besten Orte in Paris? La Côte d'Azur nehme ich mal an, sowieso. Oder Monaco, Monte Carlo, diese Gegend. Ich glaube, Frankreich ist relativ limitiert, nämlich Côte d'Azur. Côte d'Azur und Paris. Und Paris sind das die war's. Preise immer, gehören zu den höchsten auf der Welt. Wow. Champs-Élysées, Rue Montaigne sind unbezahlbare Straßen, auch wo die ganze Fashion-Industrie ihre Adressen hat. Ja. Ähnliche Straße in Mailand, Via Monte Napoleone. Ja. Das sind weltweit gehören die Straßen mit den höchsten Preisen. Aber Paris sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Und Côte d'Azur sowieso. Immer ein Dauerbrenner. Wobei dieses Jahr vermutlich viele
viele Assets auf dem Markt sein werden, weil die Russen unweigerlich ihre Assets verkaufen müssen. Und die Gotha hier ist gepflastert mit Willen von Russen. Von Russen, ja, ja. Und vermutlich der eine oder andere aufgrund der Restriktionen und der sehr schwierigen Kapitalbeschaffung in Dollar oder Euros. Ja. Vermutlich der Markt dieses Jahr leidet noch nie so viele Immobilien gesehen haben wird auf der Seller-Seite. Wahnsinnig, wahnsinnig. Ja. Wisst ihr, das Problem mit den Sanktionen ist, Sanktionen sind einfach, wenn sie entstehen. Also man hat schnell Sanktionen aufgestellt. Aber Sanktionen zu eliminieren, das ist eine ganz andere Frage. Das wird kompliziert. Das ist einfach, Sanktionen zu machen, aber sehr schwer, Sanktionen zu liften, also wegzulöschen. Vielen Dank, Dario, für die sehr weitgehenden Informationen. Das hat mich sehr gefreut. War spannend und ein guter Austausch. Vielen Dank. Vielen Dank.